Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten Far Cry 6 Let's Play. Ja, Freunde, es ist gerade 3.21 Uhr in der Nacht, also heute wieder eine sehr, sehr späte Folge. Und ich dachte mal, heute machen wir einfach die Lichter im Hintergrund an. Das macht irgendwie eine chillige Stimmung, die Farben hier so ein bisschen Retro-Oldschool-Vibes. Aber wenn ihr das beim nächsten Mal wieder aushaben wollt, schreibt es gerne rein. Aber ich finde es mit den Lichtern sieht einfach cooler aus. Aber ich glaube, für die Leute, die es abends gucken wollen, ist es besser, wenn alles aus ist. Aber ich habe heute Bock gehabt auf die Lichter. Und ja, ich habe mir wie immer eure Kommentare durchgelesen. Und ihr habt mir gesagt, da oben steht letzte Mission, aber es ist die letzte Mission bei den Monteros wahrscheinlich. Und deshalb brauche ich mir da gar keine Sorgen machen, dass wir da irgendwie das Spiel gleich durch haben oder sowas. Sondern es ist einfach die Mission, wenn wir die abschließen, haben wir das Kapitel Montero quasi durch. Und da wollte ich mich nur vergewissern, Freunde, bevor ich jetzt hier irgendwas weitermache. Wir haben das letzte Mal hier gespeichert. Ihr habt gesagt, mit dem rechten... Danny, okay. Wir brauchen dich wieder im Laden. Ja, halt deine Schnauze. Und ihr meintet... Wir müssen unsere nächsten Schritte planen. Ja, halt deine Schnauze jetzt. Gleich da, Spanner. Okay. Danny, Bruder, wir haben Informationen... Bin ich Callcenter oder was? Der ist kurz vorm Durchdrehen. Ja, mein Penis ist auch am Durchdrehen. Lass mich genau, in Ruhe. Was ich mir gewünscht hab. Setz ihn weiter unter Druck. Ich schau bei der Finca mal her. Ja, Bruder. Boah. Von der Finca gibt es immer genug zu tun. Junge. Versuch, Clara. Aber du bist ein Stadtkind wie ich. Wow, ich lasse die Blätter regnen. Guckt euch das an. Scheiße, habe ich einfach hier den Ding kaputt gemacht. Genau, ich meinte, mit dem rechten Pfeil können wir Bälle werfen. Bälle werfen. Rechte Pfeil? Wo Bälle, rechte Pfeil? Aha. Rechte Pfeil, Bälle werfen. Gut, als Münze kann man werfen. Ach, da. Ah. Ach, Digga. Willst du mich verarschen? Warum kommt jetzt einmal so ein... Ah, brenn, Alter. Brenn, brenn. Junge, Junge. Da, jetzt können wir es. Jetzt haben wir einen Ball hier. Ah. Ach so. Ah, jetzt können wir einen Ball werfen. Warte mal. Geil, Alter. Okay, jetzt verstehe ich das mit dem Ball. Und ihr habt gesagt, danach sollen wir maximal Markantas machen. So, also wir machen jetzt erstmal das Kapitel Montero zu Ende hier. Montero Justiza Basta. Bastica. Ach, Sibielaka. So, die Mission machen wir jetzt auf jeden Fall. Ah, oh mein Gott, ich bin so dumm, Digga. Ja, habe ich, wisst ihr noch, was ich letzte Folge gesagt habe? Ich meinte, ey, Freunde, sind die blauen Sachen vielleicht andere Missionen als die weißen? Ey, Digga, wenn ich hier draufklicke, wird alles weiß. Mein Gott, Alter. Aber, ich glaube, das hier wird so die finale Mission bei den Monteros. Also, mal gucken, was uns hier erwarten wird, Freunde. Sprich mit Espada. Und es wird auf jeden Fall, die Tage natürlich auch mit House of Ashes losgehen. Ich denke mal, vielleicht sogar dieses Wochenende. Schauen wir mal. Aber lasst euch überraschen, das wird auch ein sehr geiles Let's Play. Und was ich noch sagen wollte, ich werde wahrscheinlich hier auf dem Kanal die FIFA 22 Road to Glory hochladen. Also es wird auf jeden Fall nice werden, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Es wird wieder ordentlich Content kommen, ich werde mir jetzt einen Cutter auch suchen, der für diesen Kanal die Road to Glory Folgen in FIFA schneidet, weil das schaffe ich auf gar keinen Fall. Die Let's Plays kann ich selber schneiden, weil die haben nicht, die sind nicht so viel Arbeit. Aber die anderen Sachen nehmen halt sehr viel Arbeit in Anspruch, Freunde, ne? Und deswegen... Ja, so, ihr meintet, euch soll irgendwie auch ein Versteck kaufen, Konjunktor. Ihr habt mir so viele Sachen wieder geschrieben. Weiter, Spanner. Okay. Hast du eine Idee? Ihr hört nicht zu! Ihr hört nicht zu! Halt deine Klappe! Wir müssen die Tabakfelder angreifen. Wir haben genug gehört, Singao. Singao? Zulassen? Das ist überfällig, Danny. Ach du Scheiße. Der ist dies hier. Hört auf! Dein Bruder ist ein Verräter. Sie. Und er wird sein Leben lang versuchen, es wieder gut zu machen. Kannst du in den Spiegel schauen und deine Fehler zugeben? Du zuerst, Camila. Na schön. Ich habe Castillo gewählt. Ich wollte das nicht, aber das Viviero sollte uns ja alle reich machen. Mierda, ich habe gezweifelt. An euch allen. Ihr wart für mich keine Guerilleros. Aber Papa hatte recht. Man muss Vertrauen schenken. Wenn ihr an José ran wollt, müsst ihr größer denken. Greift an, wo es wehtut. Seine Tabakfelder. Das haben wir schon versucht. Nein, alle seine Felder auf einmal. Lockt die Soldaten raus, die ihn schützen. Nicht dumm. Tja, zum Glück für uns. Plant viele immer voraus. Wir haben, was ihr braucht. Gut, wir werden uns aufteilen. Gezielte Schläge, Kontrollpunkte, Wachposten, alles. Rein und raus. Dann greifen wir dieses Flugfeld an. Also, was machen wir denn noch hier? Dale. Dale, don, dale. Wer kennt den Song noch? Alexiga Magamale. Al final, Roberto. Atra final. A como ese bar, a kukui, a bata. Was labern die da die ganze Zeit? Aber das Spiel, langsam geht die Action los. Guckt es euch an.
Ich liebe die Mission, wo diese... Oh, das haben wir noch besorgt. Die Hoffnung des Westens, alles in allem. Thumbnail. Bist du denn geflogen? Nein, niemals. Thumbnail. Höhenangst. Ich werde der Wind unter deinem Bauch sein. Moralische Unterstützung, während du José den Arsch aufreißt. Oh, 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 Held. Du brauchst noch meinen Soundtrack. Viel Magie, Baby. Der Typ ist so durch, ne? Der ist so durch. Ne? Wisst ihr, in der letzten Folge da, wo... Boah, diese Daisy da, Alter. Rille Daisy. Okay. Ich glaube, jetzt wird es sehr, sehr nice werden. Ich glaube, das wird eine geile Mission. So. Vielleicht ist es sogar die letzte Mission in diesem Gebiet hier. Also, ich lasse mich mal. Zerstöre die Felder mit dem modifizierten Tabak. Ach, geil. Jetzt können wir mit dem Flugzeug ballern. Ey, ich habe doch letztes Mal gesagt, dass ich Bock drauf habe. Scheiße, Fili. Boah. Alter, das Ding geht aber ab. Habe ich euch letztens noch gesagt, dass wir hier Maschinengewehren so machen können? Ich will euch hören. Sanchez, bereit. Torres, bereit. Na, Pan Nino, hier oben ist alles gut. Ahu! Ahu! Ortega, legen wir los, verdammt! Let's go! Let's go! Okay, 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 let's go! Let's go! Dann schlagen wir mit allem zu, was wir haben. Machen wir sie fertig. Okay, zerstöre die Felder mit dem modifizierten Tabak. Und schön noch diese Samba-Musik hören. Hola, Shikibala, Yakaria Kasina. Und wie soll ich jetzt ballern, Digga? Ich kann. Wir haben mein Maschinengewehr, wir haben ein Bombenvisier. Ich glaube, wir brauchen ein Bombenvisier. Du Oha. Bist eins mit Napalm Nino. Ach du Scheiße, Digga. Oh mein Dieser Gott. Rhythmus. Fühlst du ihn? Scheiße, Freiliger. Scheiße, es funktioniert. Junge. Fili. Bruder. Das ist ja... Aber wie zieht er denn? Junge, das ist so komisch mit dem Zielen. Zack. Bruder. Arme Natschakte, mein Kopf dreht sich mit. Hallo. Hola, Chiki. Hola, Chiki. Kika, Kika, Vila, Vika, Chika. Hallo, Bruder, was ist das für eine Fliege? Oh, ich sterbe gleich. Oh, wie geil. Junge, das ist so komisch. Ich brauche ein anderes Visier. Dreh um, die Scheiße. Hallo. Bruder. Bruder, was passiert? Ey, Bruder, wie... Ey, Bruder, mein Kopf dreht. Was ist das? Hallo? Hä? Wieso bin ich auf einmal so rum? Bruder, was geht hier ab? Warte mal. Wir haben noch zwei Stück vor uns. Junge, wie hoch wir auf einmal sind. Geh mal runter, hallo? Ja, ich kotze gleich. Da hinten ist noch mein Kater. Warte, warte. Bombe abwerfen und... X. Ich hoffe, die war gut. Die war super. Oh mein Gott, ich mach der Flieger gleich kaputt. Bruder, wie fliege? Wie kann ich wieder... Ich muss hier raus! Digga. Bruder, das ist so eine komische Steuerung, so komplett entgegengesetzt, so richtig GTA San Andreas-Style. Bitte geh kaputt. Nein. Aber dreh, 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 dreh. Nur mein Kopf, ne? Ich kotze gleich. Ich schwör, ich kotze gleich hin, let's play. Oh. Bruder, ich bin gerade selber auf dem Boden gelandet, ne? Junge, warte mal. Das ist, warum ist das die entgegengesetzte Richtung, Digga? Ich muss die ganze Zeit so komisch denken. Jawohl, der kommt gut, der kommt gut, der kommt super, komm. Ja, voll. Ich muss noch mehr verbrennen. Ja, aber welche? Was muss ich denn noch verbrennen? Na, warte mal. Junge, das ist so komisch. Wie komme ich hier? Ah, ey. Jetzt, so komme ich raus, diese Scheiße hier, Alter. Guck mal, mein Kopf, achtet nur auf meinen Kopf die ganze Zeit, Freunde. Das ist der Wahnsinn. So, dann bomben wir sie wieder. Bomben wir sie. Zack. Warte mal. Zack. Ah ja! Fast fertig. Boah, Spezialeinheiten jagen und so. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Und. Ey! Schieß! Schieß doch! Armen ab! Oh, yeah. So viel zu Jawohl, Junge! Stelle José Castillo zur Rede. Ich muss zum Flugplatz. Wo Flugplatz? Ortega, wie sieht's bei dir aus? Ich sehe niemanden. Ich glaube, wir sind sicher. Armen ab! Armen ab! Armen ab! Bereit loszulegen. Können wir mit dem Schießen anfangen, oder was? Auf 3 Uhr. Feuer frei. Bruder, mein Kopf, ne? Ich kotze gleich hier mitten in der Nacht um 3 Uhr. Kommen hier, das von links. Pass auf, wo ihr hinschießt. Position halten. Bewegt euch erst auf mein Kommando. Junge. Ey, wisst ihr, was hier abgeht, Mann? Flanke an. Die werden Augen machen. Na los, Leute. Bewegung.
Junge, diese Steuerung. Wir brauchen Hilfe! Sind unter Beschuss! Bewegung, los! Ey, ey, ich sterbe doch jetzt! Rechts! Lasst euch nicht von ihnen einkesseln! Erschießt die Wichser! Na los! Schießt mit allem, was ihr habt! Oh, oh. Ich muss runter. Will, mach den Wingsuit auf. Wir sind abgeschnitten. Ja, wir sind tot, Alter. Bruder, was passiert hier für eine Scheiße, Mann? Wollt ihr mich verarschen? Gib mir doch Deckung. Was soll ich denn machen, wenn die mich da alle jagen? Die ganze Mannschaft jagt mich. Stelle José Castillo zur Rede. Ja, okay. Ich musste das gar nicht in dem scheiß Flieger machen. Ja, easy. Wo ist der denn? Er steckt irgendwo in Timbuktu, Alter. Junge, wie soll ich denn da jetzt noch hinkommen, Alter? Irgendwo hier am Timbuktu. Moment, guck mal, wir machen die Ernesto-Taktik. Soll ich sagen, wie? Wir gehen hier hin und werden von dort mit einem Boot einmal so fahren. Das ist doch eine super Idee, oder? Ist zwar eigentlich fast der gleiche Weg, aber wir haben hier kein Flugzeug. Deswegen werden wir das so machen. Ja, wir machen das so, Leute. Wir gehen schön mit Bötchen dahin. Let's go, bis gleich. Herr Sparda, so. Alles gut? Sie, und jetzt bewegt deinen Arsch her. Unterwegs. Das in echt mit einem Jetski machen würdest, Alter, wenn du es ausgeliehen hast, der Typ würde dich umbringen danach. Ey, Freunde, ich habe jetzt den Charakter ein bisschen anders eingekleidet. Wollt ihr mal sehen? Ich habe gerade im Menü gesehen, man kann hier noch voll die Sachen machen. Guck mal hier, richtiger Playboy geworden hier, ja? Guck mal hier. Sieht geil aus, ne? Tak, 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 tak. Kopfbedeckung ein, aus. Ach, geil. Na komm, so ist geiler, Digga. Also mit Goldkette und so, voll verändert, Alter. Richtig abgehoben geworden. Stelle José Castillo zur Rede. Okay, wir sind jetzt gleich da. Wir müssen aber aufpassen, denn wir sind jetzt hier in einem Sperrgebiet. Und Freunde, ich würde sagen, ey, komm, es wird Zeit wieder für Guapo, Alter. Das kann nicht sein. Wir brauchen Guapo wieder. Hau ab, du Katze, Alter. Ach, du Scheiße, was geht denn hier ab? Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir sollten mal vielleicht auf unserem Handy gucken, ob wir irgendwas hier sehen können. Warte mal, nicht, dass hier irgendwo einer im Turm ist. Wo ist denn unser kleiner General? Einer unserer Guerilleros hat ihn im Kontrollturm gesehen. Aha, guck mal da. Dann gehe ich da mal hin. Achso, die sind alle hier. Perfekt. Ja, gut. Dann easy. Aber was ist denn hier für Flugzeugschrottteile? Was geht denn da ab, Alter? Wurde zuletzt im Kontrollraum gesehen. Junge, hier geht ja richtig Post ab, Alter. Guckt jetzt mal an mit dem Rauch und so. Ja, die Spiele werden immer geiler und so. Stellt euch mal vor, Uncharted 5 oder Last of Us 3. Einfach auf dieser Next-Gen-Konsole, Alter. Das wäre so ein Traum, ne? Warte mal. Hallöchen. Zack. So, wir helfen mal unseren Kollegen hier auch ganz entspannt. Warte mal. So. Ah, die machen das schon hier. Warte mal, wir gehen jetzt selber durch hier. Hier ist gerade so viel Action, deswegen warten wir einfach mal hier. Oh. Digga, wer schießt denn hier auf mich? Was will die denn von mir, Mann? Wir müssen es auch heilen, ne? Meint ihr? Stimmt. Ich vergesse das voll oft. Einfach mal zu heilen. Zack, zack, zack. Guck mal, Guapo kommt da. Oh, da ist er. Guapo. Jawohl, Junge. So will ich das sehen. Das ist mein Krokodil. Ah, boah, ich bin einfach... Ah, scheiße. Ich schmeiß einfach mit dem Ball ab. Habt ihr gesehen? Ich habe keine Granaten mehr. Warte mal, ich brauche die Granaten, Alter. 3, 2, 1. Ach, scheiße. Ach, geil. Da hab ich mich selber fast umgebracht. Scheiße. Ey. Ich wollte eigentlich den da hinten treffen, Mann. Boah, heute ist Zielwasser nicht so gut. Ey, Digga, was ist denn los mit mir? Präzision für den Arsch gerade. Junge, Junge. Also erstmal heilen. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Mal hier mit. Zack, Munition, lesen. Okay, weiter geht's. Wir müssen jetzt hier hoch in den Kontrollraum. Guapo ist am Boden. Ah, Guapo kann sich schon selber aufraffen, Freunde. Keine Sorge. So, wir sind da. Boah, guck mal, richtiger Playboy jetzt mit dem Anzug, oder? Seid mal ehrlich. Sieht geil aus. Hey. Er ist nicht hier. Gonio, sicher? Das kleine Arschloch könnte sich überall verkrochen haben. Nein, er ist schon. Oh oh. Oh oh. Hijo de puta. Hijo de puta. Ach, scheiße. Ach, du Scheiße. Da musst du nur ein, zwei Raketen reinballern. Boah, der kriegt jetzt einfach von mir ganz schnell den Supremo und weg ist er. Arme Nein! Oh mein Gott, ich hab mich selber hops genommen.
Ich hab mich selber hops genommen. Oh mein Gott. Guck mal, schulden jetzt einfach da raus. Guck mal jetzt. Ach du Scheiße. Ich hab gedacht, ich kann durch Fensterscheibe schießen. Ach du, ey. Wir hätten ihn einfach mit dem Supremo grad holen können, ne? Oh mein Gott, so. 98%, 97%. Bruder, wie soll ich das denn machen, Alter? Kannst du jemand sagen? Ich glaube, wir müssen uns töten lassen, Freunde. Sag ich euch ehrlich, so wie es ist. Aber na, was macht er da? Warte, warte, warte. Wisst ihr, was ich brauche, Freunde? Ich brauche mein Auto wieder. Ein Geschütz brauche ich. Ein Geschütz. Ich brauche mein Geschütz wieder. Warte mal. Komm her. Kein Bobbel ist auf dem Weg. Perfekt. So, jetzt werde ich mich einfach hinten draufsetzen. Und den abballern. Ganz einfach, Digga. Willst du mich verarschen? Ja, was repariert? Okay, Bruder. Egal, komm, wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Oh Gott, Digga, das ist so schwer. Egal. 15% haben wir schon, Freunde. Boah, jetzt hätten wir so ein fettes MG gebrauchen können, ne? Ja, schon mal noch ein Auto. Haben wir noch ein Auto. Was will der Typ, hä? Ich muss einmal nur aufs Geschütz drauf, ne? Wenn ich einmal aufs Geschütz bin... Du bist General Schwanzlutscher. 69%? Boah, das bringt ja gar nichts, die Scheiße, Alter. Ach, die Scheiße. Mein Auto ist da, mein Auto ist da. Oh, oh. Aufpassen, aufpassen. Schnell auf... Geh aufs Geschütz drauf. Geschütz, Geschütz. Ach, geil, Digga. Ach, geil. Nein, nein. Ich wollte es ohne... Boah, das ist echt schwierig, Alter. Warte mal, können wir hin? Bruder, okay, krass. Ey, wir hätten einfach... Guck mal. Stell mal vor, mit dem Supremo, wir treffen den einmal, der ist tot. Stell mal vor. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil mit dem Supremo mit der Safe so 60% Schaden kriegen und die anderen 40 kriegen wir easy mit der Waffe hin. 100%. 100%. So dumm, dass ich... Ich muss einfach nur einmal hier raus und jetzt... Tschüss, das war's. Stell mal vor, da geht es direkt kaputt und mich totlachen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Heilig, heilig, heilig. Krass, okay, okay. Wir brauchen irgendwo einen Geschütz, Freunde. Ein Geschütz brauchen wir. Irgendwas brauchen wir, Digga. Ich überlege gerade, was können wir machen, Alter. Das ist echt nicht easy, ne? Oh, shit, okay, okay. Egal, wir stellen uns der Herausforderung. Wir stellen uns der Herausforderung. Guapo soll einfach hochfliegen. Geht das nicht? Oh, 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 der kommt von allen Seiten, Alter. Der Typ ist der Wahnsinn. Wir brauchen unser... Alter, was? Okay, ich lasse mir was einfallen, Freunde. Ich lasse mir was einfallen. Ich muss das irgendwie mit unserem Geschütz hinkriegen. Wir brauchen irgendwo ein Geschütz. Ich habe kein Geschütz bisher gesehen. Okay, Freunde, wir sind auf dem Geschütz. Wir sind auf dem Geschütz, schnell. Jetzt haben wir ihn, komm. Boah, Junge, komm. Nein, nachladen, 12% nur noch. Schieß, schieß. Schieß doch, du Vollidiot! Der Hundesohn schießt nicht! Ey, Bruder, so ein dummer Hundesohn! Was macht der da? Was macht der da? Ich sag, der soll schießen, sein. Der soll noch ein bisschen chillen, Alter! Wir hätten ihn fast gehabt, Mann! Komm, Freunde, wir müssen das irgendwie regeln jetzt. Hier hat nur noch 59%. Guck jetzt, Freunde, guck jetzt, jetzt machen wir das. Geh ins Geschütz! Guck jetzt! Mit Ansage! Aufpassen. Er hat nicht mehr so viel Leben. 26%. 23. Komm, ey Leute, das ist schon mein 10. Versuch oder so. Ich schwör's euch, ich krieg das nicht gebacken. Das ist so fucking schwierig, Alter. Das ist so schwer. 3. Jetzt mach ich den platt, Digga. Gleich haben wir ihn, Digga. 18%. Komm, wir kriegen das jetzt hin, Freunde. Jetzt kriegen wir das hin. Genau bei dem Versuch. Nein, nein, nein. Was macht der denn da? Oh mein Gott, nein, ich darf jetzt nicht sterben. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Heil dich, du Vollidiot. Überall sind diese scheiß Gegner, diese Feinde noch dazu, Alter. 11% noch.
Pisst euch, lasst mich in Ruhe, ihr Schwänze, Alter. Kämpft mit den anderen. Jetzt habe ich ihn. Ja, komm. 1%, Digga. 1 Maul, 1%. Hier, du Schwanzlutscher, Alter. Du kleines Arschloch, Alter. Jawohl, Junge. Boah, Leute, wisst ihr, wie viele Versuche wir gebraucht haben? Ungelogen. Locker 10 Versuche. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Wir haben kein RPG, nix gehabt. Aber der Rimmelpeter hat es auf seine Art und Weise geschafft, Digga. Was für RPG, MAPG. Brauchen wir alles nicht. Boah, Junge, was eine Mission, ey. Das war echt schwer, richtig schwer. 1 Million, wenn du sie tötest. 2 Millionen. Iranische Zigaretten. Ich dachte, die kriegt man hier draußen gar nicht. Anton liebt mich. Er schickt seine Toten, damit sie jeden von euch Monteros dafür vergewaltigen und umbringen. Ich sehe keinen Anton. Oder deine wahren Jarana-Freunde. Weißt du, mein Papa gab mir diese Klinge, als ich 7 war. Brachte mir bei, sie zu werfen, wie man tötet. Du siehst ihm sehr ähnlich. Sag mir, war noch genug von ihm da für eine Beerdigung? Oh. Aber diese Klinge, sie sagt nicht gerade Militärmacht, oder? Du nahmst mein Land. Du nahmst meinen Papa. Und jetzt wirst du etwas geben. Alter. Oh mein Gott. Los, vemos. Oh, das ist hart, Digga. Aber ist für den easy. Alter, ist ein kurzer, schmerzloser Tod. Zack, der ist sofort tot. Ganz anders als früher. Bist sofort tot. Die haben ihn gar nicht leiden lassen. Guadaledon, dale campero. Was geht? Wie tanzt der denn da, Bruder? Komplett nackt. Schon wieder. Ich komme mit nach Mexiko. Und Papa? Konnte er sich entscheiden? Hat er uns etwas gewinnen sehen? Ihr hättet nie was gewonnen, wäre er noch hier. Woher verdammt will die Königin von Libertad das wissen? Ich weiß, dass er dir nie die Finca gegeben hätte. Oder das Lager. Aber sieh nur, was du erreicht hast. Espada, dich hat das Lager gebraucht. Du bist, was Libertad braucht. Du bist es, die uns hilft, Castillo auszuschalten. Sie hat recht, Espada. Ohne Hilfe hat der Westen keine Zukunft. Und Libertad hat keine Zukunft ohne den Westen. Wir schütteln keine Hände. Wir umarmen. Wir trinken. Ja, noch besser. Auf die Monteros. Auf die Zukunft. Ich komme wieder Campero Rento. Oh, die Monteros werden mit Libertad zusammen kämpfen. Okay, die haben wir jetzt schon mal für uns gewonnen. Perfekt. Das heißt, das Gebiet haben wir jetzt abgehakt. So meintet ihr das. Jetzt müssen wir Step by Step zu allen Gebieten gehen. Schließe de Santa Esperanza, San Pablo Church, Esperanza, okay? Wenn du beichten willst, beichte. Oh. Wieso sind wir hier? Du hast José doch nie gemocht? Wieso? Er war ein Arschloch. Wieso? Er war schwach. Mein Papa sagte immer, Gott schenkt den Löwen den Sieg. Klingt religiös. Mi Papa liebte Jesus. Er sagte immer, Jesus wäre ein guter jaranischer Präsident. Mi Anton, du darfst nie vergessen. Jesus war sowohl Löwe als auch das Lamm. Herrsche mit Stärke, aber zeige Verständnis für das Leid. Du glaubst das? Als er ermordet wurde, mussten deine Großmutter und ich uns allein durchschlagen. Sie erzählte immer, wie besessen mein Vater von diesem Spruch war. Sie hasste ihn. Wieso? Weil er völlig falsch lag. Sei der Löwe und das Lamm? Nein, sie sagte, Anton, es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Herrsche oder werde beherrscht. Ein Castillo ist der Löwe. Denn Yara ist voller Lämmer. Du redest nie über sie.
Sie war immer stark, schlau, energisch, aber eine Frau in Yara. Und damals hatte sie die falsche Hautfarbe. Mein Papa war ein Lamm. Der war ein Kalb, war dein Papa. José war ein Lamm. Wieso wir hier sind? Du bist ein Löwe. Und wir fressen die verdammten Lämmer. Junge, der verbrennt ja alles die ganze Zeit. Also ich glaube, der kleine Junge wird am Ende irgendwie bestimmt uns helfen oder sowas. Ich sehe was Gutes in ihm. Sag ich euch so, wie es ist. Der Vater versucht, ihn auf die dunkle Seite zu bringen. Aber der kleine Junge, der zeigt einfach, dass er auch gut sein kann. So habe ich das Gefühl. Erhöhte Militärpräsenz in ganz Yara werden verstärkte FND-Einheiten nach dir suchen. Der Westen schuldet dir seine Freiheit. Aber wir müssen weiter an Fahrt gewinnen. Oder die Revolution findet nicht statt. Maximas Matanzas und die Legenden sind da draußen und brauchen deine Hilfe. Hab verstanden. Danke, Clara. Ah, okay, deshalb habt ihr auch geschrieben, macht danach am besten Maximas Matantas. Okay, ich verstehe. Und so würde ich sagen, machen wir das auch. Wir können jetzt auf der Karte, glaube ich, auch sehen. Wir gehen mal jetzt zurück. Zack. Ne, ich dachte, jetzt ist hier vielleicht so ein Haken oder sowas. Aber ja, Familiar Montero. Warte mal, hier haben wir das Ding. Und jetzt hat er gesagt, oder hat die Dame gesagt, wir sollen zu Maximas Matanzas gehen und nicht jetzt zu die Legende von 67. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier hin zu denen. Machen wir auf jeden Fall noch eine Mission beim MB oder warte mal, wir können auch hier Level 6er Mission machen. Das können wir auch machen erstmal. Würde ich sagen, komm, treffen wir uns mit dem Bicho-Billett. Treffen wir uns mit dem erstmal und machen noch eine Mission in der neuen Stadt. Und dann würde ich sagen, komm, reisen wir noch da gemeinsam hin. Und dann können wir noch entspannt in der Mission machen. Ey, dieses Ding vorhin, Alter, einfach 10 Missionen, 10 Versuche für gebraucht. Das war so anstrengend mit dem Helikopter. Am Ende ist das bestimmt voll einfach. Aber ich habe es mir einfach selber schwer gemacht. Ich habe es mir safe selber schwer gemacht. Weil ich habe halt kaum krasse Waffen und sowas. Wir sollten mal echt bei einem Let's Play oder im Stream versuchen, das Ganze ja, auch ein paar Nebenmissionen zu machen und sowas, ne? Hype-Bombe, Einsatz. Okay, die Hype-Bombe. Okay, so, wo müssen wir jetzt hin? Gucken wir mal. Oh, wir müssen direkt hier in die Stadt. Perfekt. Oh, können wir nicht. Du kannst nicht per Schnellreise zum Ort einer Mission reisen. Ah, okay, okay. Schade, das geht dann nicht, aber dann können wir trotzdem hier hin. Hier ist es ja auf jeden Fall schneller als da. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind auch direkt da. Segunda. Ui, wurde auch echt Zeit. Du bist langsamer als mein Stuhlgang nach zu vielen Platanos. Bicho, muss das denn sein? Worauf wartest du noch? Sprüh die Poster an, leg die Bomben, verbreite die Kunde. Radio Libertad steht in den Startlöchern. Correre, auf geht's! Okay, so. Beschmiere Marias Propagandaplakate, platziere die Flugbomben. Okay, haben wir immer Fotos bekommen? Ah, dieses Foto haben wir noch gerade schon gesehen. Okay. Das sollen wir jetzt beschmieren, oder was? Warte mal. Verunstalten. Oh, sieht gut aus. Boah, wisst ihr, woran mich das erinnert, Freunde? Einfach an GTA San Andreas, wo man da rumgelaufen ist und diese ganzen Wände und so beschmiert hat. Wisst ihr das noch? Und hat man da so eins von 100 Graffitis und so. Junge, 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 krank, Alter. Oh, wie soll man jetzt diese ganzen Plakate und so finden? Jetzt müssen wir ja richtig suchen. Ein guter Ort für Bichos Flyerbomben. Sprengstoff an einem öffentlichen Ort legen. Das kann doch schon schief gehen. Meinst du, die Regierung hätte kein Recht, sie aufzuhängen? Ach, selbst wenn, sollten sie einfach... Meinst du, die sieht das, wenn ich jetzt hier spraye? Ich glaube nicht, oder? Schaffst du das verdammt? Oh, oh. Ich könnte Karriere machen. Oh, oh, die sieht mich. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, oh. Die macht gut Auge. Wir müssen jetzt hier in der ganzen Stadt uns rumgucken, wo das ist alles. Aber dann gucken wir weiter. Gibt es auch hier welche? Nee, ne? Eine Plakate. Oder zählt das auch dazu, würde ich mal gerne wissen. Nee, ne? Okay, davon gibt es 6 Stück. Aber die sind halt nicht auf der Karte markiert. Wir sollten die halt irgendwie hier finden. Das ist jetzt so richtig dieses Suchen und Verstecken. Am Ende ist irgendwo einer oben irgendwo und ich sehe es nicht. Warte mal. Aber eigentlich müsste es ja nur hier in diesem gelben Bereich sein. Also auf den Straßen, die hier angezeigt werden. Wir gucken nochmal hier ein bisschen gemeinsam. Warte mal. Ich habe auch gar keine Munition mitgenommen. Scheiße, Alter. Heute bin ich ein bisschen unvorbereitet, ey. Mit Magazin und sowas. Ich brauche unbedingt gleich Munition.
wir denn das jetzt alles machen, Alter? Und vor allem, wo sollen wir diese Bomben platzieren? Ja, okay, das sind die Dinger, ja. Aber wo gibt's die denn noch, diese Dinger? Meint ihr, das bringt was, hier zu gucken? Okay. Gehen wir mal hier ein bisschen uns um. Wie soll ich das denn jetzt hier machen, ey? Warte, wir gucken uns mal hier um. Gibt's denn noch diese... Ah, okay, mal schon ein bisschen Medizin. Schaffer, Talisman, Malisman. Okay, wir gucken uns mal ein bisschen um. Graffiti ist fertig. Perfekto. Telefon, Telefon. Läuft bisher ganz gut. Nettes Logo. Gracias. Achte auf die klaren Linien, okay? Verstanden, Bicho. Also, locker aus dem Handgelenk, ja? Weiche Bewegungen. Ist ja gut jetzt, Dokonis. Ich liebe dich. Junge, einfach da oben, Alter. Man muss ja richtig, gerade ist richtig diese Suchen und Finden. Man muss überall genau gucken, wo das ist. Hä? Immer schön aus dem Handgelenk. Stark. Was haben wir hier? Können wir auch mitnehmen? Können wir auch mitnehmen? Wo seht ihr noch? Hä, hey, lol, einfach vor meinen Augen. Ich schwöre, das war vorhin noch nicht da. Bin ich blind? Krank, Digga. Oh, oh. Oder wenn er jetzt gestorben wäre, ich wäre so ausgerastet, Alter. Bin gut. Eins noch. Okay, das Letzte. Wo ist das Letzte? Also er meint, wir sollen ganz klar die Linien folgen. Also es muss ja dann irgendwo hier sein, auf diesem Weg. Vielleicht auch hier oben. Aha! Guck mal, wie gut ich bin, Leute. Ich wusste auch nicht, dass es auf den Dächern ist. Auf einmal sind die hier irgendwo auf den Dächern und so, diese Teile. Warte, müssen wir jetzt irgendwie hoch. Ja, nicht rüberklettern. Hoch! Wo kommen wir jetzt hier hoch? Ist auch eine Kiste irgendwo, ne? Vielleicht ist die ja oben auf dem Dach. Dann nehmen wir uns die noch eben mit. Kommen wir da jetzt hoch, Digga? Warte mal, guck, guck. Lucky, Lucky, Lucky. Ist eine Baustelle. Baustelle immer gut, ja. Perfekt. Da haben wir eine Leiter. Und die kleine Medizinkiste. Wir haben schon eine Briefloch. 4.30 Uhr. Boah. Ja, es macht Bock auf jeden Fall, die Let's Plays nachts aufzunehmen, aber natürlich bin ich dann ein bisschen müder als tagsüber, ne? Das ist ja selbstverständlich. Heute war auf jeden Fall trotzdem ein sehr geiler Tag gewesen. Ich habe einen coolen Stream gehabt auch. So, okay. Da oben ist auf jeden Fall die Kiste drin. Die holen wir uns gleich auch noch. Erstmal schön hier verunstalten. Und jetzt können wir gleich die Bomben platzieren. Zack, zack. Hey, Bicho. Ich bin fertig. Hat Spaß gemacht. Jawoll, ja. Oh Mann, wir machen Radiosender auf, Danny. Wir werden die Stimme von La Revolution. Du bist diese Stimme, Señor DJ. Aber hallo. Und was für eine Stimme. Okay. Platziere die Flugbomben. Ich deponiere diese in Mülleimern um den Platz bei der Kirche. Ja, wo sind denn Mülleimer? Um den Platz bei der Kirche. Seht ihr hier Mülleimer? Oder bin ich gerade einfach nur blind? Ich sehe hier keine Mülleimer. Das ist auch kein Mülleimer? Da. Ah, okay, da. Das sind die Mülleimer, die so leuchten. Okay, einen haben wir. Wir sollten genau gucken, wo die sind. Okay, das war eine Mülltonne, die glänzt auch so ein bisschen. Ups. Alles gut, alles gut. Alles gut, kein Stress, darf doch wohl im Platz hier laufen müssen. Ich bring nur den Müll raus. Hier gibt's nichts zu sehen. Oh oh, ihr guckt mich schon so. Guckt mich schon so böse an hier alle. Okay, da ist noch eine Mülltonne. Oh Scheiße! Bomben gelegt. Zwei. Oder wo ist die dritte? Ach, da ist die dritte. Perfekt vor mir. Hat keiner mitbekommen. Und boom. Und ich bin weg. Malaka. Fertig. Nein, 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 Mann. Bist du nicht. Wie? Bereit für den nächsten Schritt? Das bin ich. Okay. Maria ist unterwegs. Sie wird ein Banner enthüllen. Live im Fernsehen. Und du wirst es gegen mein Banner austauschen. Oh nein, ich wurde gesehen. Es hängt ziemlich hoch. Aber du schaffst das ja. Bruder, warte mal. Was geht denn jetzt hier ab? Was geht hier ab, Bruder? Auf geht's, Team. Junge, was geht hier ab? Bruder, ist hier gerade ein Helikopter oder was? Junge! Bruder, ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Muni mehr. Digga, können die mal chillen, Alter? Was geht denn hier ab? Scheiße, ich wurde auf einmal spontan gesehen. Wir müssen da jetzt irgendwie hochkommen, ne?
Junge, gib mal deine Munition lieber her. Ach du Scheiße, Alter. Ich muss mich heilen. Heil dich, du Idiot. Heilen, heilen, heilen. Wir müssen da jetzt irgendwie hochkommen. Ey, fuck. Zeigt sich ja nicht, der Schwanz. Ja, boah, da hilft mir die Granate genau in die Fresse, Alter. Oh, oh. Nach, 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 nach. Was, bist du so motiviert, Alter? Kriegst du extra Gehalt, oder was? Geht ab mit der. Ja, jetzt, weißt, wisst ihr was, Freunde? Ich kann meine Eier lecken. Ich werde jetzt hier hochklettern. Kletter doch hoch, du Idiot, du Vollidiot. Heide, yalla. Komm, schneller, schneller, schneller. Mierda. Mein Name ist Mierda. Ja, können mich doch gar nicht hier treffen, Amena. Jagt dem hoch, einfach hoch. Hoch, Junge, hoch! Oder wie treffen die mich denn hier, Alter? Wie hoch ist die Scheiße denn? Die konnten mich gerade sehen, Alter. Ich hätte einfach ganz entspannt hier hochklettern können, ohne dass mich irgendjemand sieht. Ja, was geht hier ab? Ist hier noch ein Helikopter oder was geht hier ab? Junge! Komm, schnell, schnell, schnell. Mach irgendwas, Bruder, mach irgendwas. Banner aus, Banner, 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 Sibi-Banner und Sibi-Banner. Und jetzt mache ich den Code, Digga. Jetzt ist meine Zeit. Öffne den Wingsuit und heide Yalla. Wohl eher das Register mit dem geilen Scheiß, der dich so krass macht. Wir treffen uns an der Tankstelle vor der Stadt. Junge, so gut. Ohne Munition, Alter. Haben uns irgendwie rausgedribbelt. Das war richtig stark. So wichtig gewesen, ey. Triff dich mit Bicho. Bicho de puta. Hä, Bicho? Oh. Ach du Scheiße, Bruder. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Stell mir vor, das wäre jetzt GTA, Bruder. Da würde stehen, Mission fehlgeschlagen. Entkommen aus dem Kampf? Oder wollen die mich verarschen? Ich bin doch schon entkommen. Hä? Ich durfte schreien. Wollen die mich verarschen? Ah, okay, guck mal da. Seht ihr da oben dieses Ausrufezeichen? Das muss halt komplett weg, glaube ich, ne? Und ich komme jetzt hier hin. Oh, da kommt ein Pferd, Bruder. Da kommt ein Pferd. Junge, wo soll ich mich denn hier verstecken, Alter? Warte mal. Hä? Wann bin ich denn entkommen? Auf einmal habe ich jetzt, stell dir mal vor, ich habe jetzt einen Bug. Ich kann nicht entkommen aus dem Kampf. Warte mal, was heißt das denn aus dem Kampf? Ich bin doch schon entkommen. Die suchen doch gar nicht mehr nach mir. Ich werde diesem Pferd einfach recht. Ja. Wollen die mich gerade verarschen, Digga? Ich bin doch entkommen. Ey, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, Alter. Ich verstehe das gerade nicht, was das zu bedeuten hat. Ist das deren Ernst, Freunde? Ich bin einfach gerade 5 Meter weiter gefahren. Auf einmal stand da, sie sind entkommen. Wollen die mich verarschen? Die hat mich da auch nicht an eine scheiß Tankstelle getroffen, Alter. Junge, Junge, ist das behindert. Bicho de puta, Alter. Was eine Mission, ey. Ich sag's dir, ey. Achtung, es geht los. Und nun eine besondere Ankündigung. Hola, Chica. Meine lieben Freunde aus dem Ausland. Irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? Maria Marquesa. Ministra Marquesa, sind Sie besorgt? Wie reagieren Sie auf die Gerüchte, Diego Castillo sei Ihr Sohn? Gar nicht. Diego Castillo ist der Sohn des Präsidenten und ein Vorbild für alle wahren Yaraner. Und nun ist es mir ein Vergnügen, den Bau des Anton Castillo Kulturzentrums für wahre Yaraner zu verkünden. Immediatamente. Sehen Sie? Das ist die Art kultureller Beschmutzung, gegen die wir ankämpfen. Ah, wir müssen uns retten. Kurz Ihre Telefone und Kameras ausleihen. Die wurde so hops genommen. Jeder Indianer hat diese Scheiße gesehen. Oh mein Gott, Danny, wir haben so viel zu tun. Ich raste hier noch völlig aus.
Der Bifo der Puta, Alter. Junge, Junge, Junge. Boah, Freunde, Alter, jetzt bin ich aber auch fix und fertig. Wir haben über eine Stunde 15 Minuten aufgenommen. Am Ende die Folge wird eh nur so 45 Minuten gehen oder so. Aber ey, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der heutigen Folge. Wir haben jetzt endlich das Dorf, sage ich mal, mit den Monteros abgeschlossen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Freunde, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Ich habe morgen Jahrestag mit meiner Freundin. Und ich weiß nicht, ob ich morgen eine Folge schaffen werde. Also ich muss gucken. Morgen und Samstag bin ich unterwegs. Es wird, denke ich, eine Folge safe kommen, aber ich muss gucken, wie ich das Ganze regeln werde, ja? Damit ihr Bescheid wisst, Freunde, schon mal. Und House of Ashes wird auch noch kommen, keine Frage. Das war's auf jeden Fall. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was könnte man mit meiner Freundin machen am Jahrestag? Habt ihr eine Idee? Sagt mal an, ob es ein paar coole Sachen gibt. Wir wollten vielleicht ins Kino gehen oder so, ganz entspannt. Freunde, gute Nacht. Ich bin fix und fertig. Haut rein und ciao.